Luterra ist sicher. Und das haben wir allein dir zu verdanken. Dafür will ich dir meinen tiefsten Dank aussprechen. Ich, König Tyrael, verkünde, dass du in Anerkennung deiner Taten als Königsritterin und Wächterin von Luterra im ganzen Land bekannt sein sollst. Es lebe die Ritterin des Königs! Es lebe die Ritterin des Königs! Für die Ritterin des Königs! Für die Ritterin des Königs! Für die Ritterin des Königs! Ich habe dich schon erwartet, mein würdiger Nachfolger. Du hast mich mit dem Pfad des Lichts ausfindig gemacht. Ich spüre, dass eine böse Aura an Stärke gewinnt. Eine scheußliche Kraft droht, die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Sieh das Genesis-Licht, das den Erzdämon Kazaros gefunden hat. Ich gebe dir diese Arche. Beschütze die Welt der Sterblichen mit ihrer Macht. Es gibt noch 6 weitere Archen, versteckt auf der ganzen Welt. Finde sie und rette das Licht der Welt vor der Dunkelheit. Die Archen sind Artefakte von gewaltiger Macht. Sie könnten dieser Welt Frieden bringen. Oder alles vernichten. Asta ist die Arche des Vertrauens. Die Sternenboten haben dich auserwählt, ihr Erbe weiterzuführen. Es verbleiben noch 6 inaktive Archen. Du musst sie alle finden, bevor die Welt der Dunkelheit verfällt. Erklärt das, Carmine. Sie hatten irgendein magisches Schwert. Als ich dort ankam, hatten die Sterblichen Meister Valtan bereits getötet.
über den Sieg entscheidet. Klingt wie jemand, der selbst nicht mächtig genug ist. Was? Bedeutet das also, wir müssen den Plan ändern? Den von Kazaros? Nichts hat sich geändert. Vor langer Zeit löste sich das Licht vom Chaos und schmiedete sein eigenes Schicksal. Die Gier derer, die das Licht erbte, zerstört das Gleichgewicht des Kosmos. Die Welt der Dunkelheit im ganzen Wackeln. Diese Kreaturen verdienen das Licht. Ich Weikes werde Meister Kazaros ein würdiges Opfer bereiten. Ich reise nach Rohendel. Ich habe dort noch etwas zu erledigen. Ich schätze, ich statte Waldhans Bezwinger einen Besuch ab. Es wäre mir eine Ehre, euch dorthin zu geleiten, Meister Kakun Seiden. Meine Champions des Chaos. Wir stellen das Gleichgewicht der Schöpfung wieder her. Jetzt bezahlen Sie den Preis. Dauernden Geschnatter. Ich bringe euch zum Schweigen. Du dreckiger, kleiner Delay. Ja. Wer bist du, alter Mann? Du hast dich wirklich sehr verändert, Kakul Seiden. Kommandant der verwüstenden Legion. Die schreckliche Lache hast du aber behalten. Das kleine Josgö ist also alt geworden. Es stimmt, was man sagt. Irgendwann holt die Zeit uns alle ein. Ja, ja. Doch die Zeit gewährt auch Erfahrung und Weisheit. Aber... ich bin nun stark genug, um allein mit dir fertig zu werden. Armseliger Joss-Welpe! Meister, alles okay? Sinewel, verfolge den Dämon! Er darf uns nicht entkommen! Meister, geht es euch gut? Mir geht es bestens. Es ist alles bereit. Gut. Bevor dieser Knirps auf den Thron von Terra reagieren kann, wirst du unsere Streitkräfte bei Boria sammeln. Zu behaupten, du wärst ein Mensch, während Dämonenblut durch deine Adern fließt, klingt ein bisschen verrückt. Ist das dein wahres Ich? Nein, ich...
Flüstern des Wahnsinns lauert in dir. Gib dich der Dunkelheit hin, dem Wahnsinn. Spielen wir mit meinem neuen Spielzeug. Oh, wir sind gerettet. Schließ dich uns doch an. Gut, dann los. Warum halten wir an? Irgendein dämonisches Spielzeug? Wir müssen die Vorräte zurückholen. Kapitän! Zur Festung! Wir geben euch Deckung! Macht euch bereit! Soldaten, Rückzug! Halt, ist das? Elementare, begleichen wir unsere Schuld. Vergeltung im Namen von Nahun! Arroganter Dämonenabschaum! Seht die Macht von Lutera! Yeah!
jetzt aufgeben! Deine Menschenmaske widert mich an, Delaine. So langweilig. Dieser nutzlose Körper. Bin bald wieder da. So gut wie neu. Der Dämon ist geflohen. Geht es dir gut? Helft den Verwundeten. Dieser Körper ist so schwach. Komm ein. Öffne das Portal und bring uns zurück nach Petrania. Wir müssen uns sammeln und planen, wie wir... Oder ich tue einfach das hier. Komm ein. Nein. Komm ein. Es ist das war's für den Kommandanten der verwüstenden Legion. Komm.